Und damit blicken wir auf den Nahostkonflikt. Es ist offiziell bestätigt. Knapp 4 Monate nach den Terrorangriffen der islamistischen Hamas in Israel sind nach Angaben der israelischen Streitkräfte zahlreiche der in den Gazastreifen verschleppten Geiseln für tot erklärt worden. 31 Familien wurden durch das Militär darüber informiert. Nach Angaben der New York Times kamen mindestens 30 Geiseln bereits während des Angriffs oder danach ums Leben, einige durch direkte Gewaltanwendung der Hamas-Terroristen. Seit dem Angriff wurden mehr als 200 Menschen entführt, von denen bisher 105 wieder freikamen. 3 weitere Geiseln sind außerdem irrtümlich bei einem Militäreinsatz Israels im Gazastreifen von den eigenen Truppen getötet worden.